Ja, also das Prinzip ist hier ganz ähnlich mit der Bonität in der Finanzwelt und eben auch mit dem Statusprinzip, mit dem Trust, mit dem Vertrauen, das du eben mal erst einmal erzeugen musst, mit dem ganzen Thema Facebook-Werbeanzeigen. Ja? Und in LinkedIn beim Sales Navigator, in LinkedIn, ja, ist es aktuell noch nicht ganz so schlimm, aber das sind die Klickpreise von vornherein, ich würde mal sagen, um die 4 bis 5 Mal höher. Warum? Weil du natürlich ein viel viel dedizierterere Targetgruppen hast, ja, Zielgruppen. Auf Facebook, ich kann dir eines versprechen, auf Facebook ist es so, wenn du anfängst, musst du erstmal Facebook, das kommt noch hinzu, ja, musst du erstmal Facebook eine Zeit lang Daten sammeln lassen, damit die Algorithmen überhaupt funktionieren. Ja? Also, wenn du auf Facebook gewisse Zielgruppen auswählst und schickst dann Geld in die Kampagne, dann ist es häufig so, dass selbst wenn du gewisse Zielgruppen ausgewählt hast, du am Anfang irgendwelche Klicks bekommst von Leuten aus Osteuropa, die nicht mal Deutsch richtig sprechen und so weiter. Also es ist wirklich so, dass Facebook teilweise eine gewisse Zeit braucht, ja, schon 6, 8 Wochen, wo du eine Kampagne laufen lassen musst, gewisse Dinge ausprobieren musst, bis du letztendlich Facebook selber verstanden hat, okay, das sind die Leute, die sozusagen auf die Werbeanzeige, die Landingpage und was auch immer passen. Ja? Der Facebook-Algorithmus kann sehr stark sein, aber du musst ihm erstmal eine Menge Geld in den Rachen reinschieben, ja, damit er lernen kann, ja, und versteht, welche Art von Leute für dich relevant sind. Und das kannst du eben über Sales Navigator letztendlich das Vielfache an Informationen, was du pro Person, pro Persona hast auf LinkedIn, kannst du dort eben sozusagen ausgleichen und was dich letztendlich dann aber auch in der bezahlten Werbung pro Klick mehr kostet. Ja, also da gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Aber das Gute ist bei LinkedIn, du musst ja nicht unbedingt bezahlte Werbung schalten, sondern kannst über den Sales Navigator schon so viel machen und auch selbst ohne den Sales Navigator. Ja, ich habe zum Beispiel Mitarbeiter oder auch Kunden, die arbeiten ohne Sales Navigator. Und es ist einfach hervorragend, was man da alles machen kann. Also wenn du da mehr Fragen dazu hast, dann einfach nochmal in die Kommentare reinhauen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Thema. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, im nächsten Video. Hau rein, bis dann, dein Thomas Klein. Daumen hoch und happy hunting. Ja? Ciao, ciao.